Davon brauche ich einige, wenn ich mir die Drachenrüstung komplett mir aneignen möchte. Starkes Gegengift. So, jetzt schauen wir mal. Wir kämpfen, Gepäck, Energieschild. Ah, das ist halt nur ihn. Okay, gut zu wissen. Hat unser Bumerang auch eine Fähigkeit? Könnten wir mal ausprobieren, ob er irgendwas erzeugen kann. Oder steht es irgendwie dabei? Ausrüsten, Doronia. Ein Bumerang in Form zweier Schwalben. Der Stab. Aha. Energieschild. Die LP des Trägers steigert. Kann als Gegenstand benutzt werden? Ah, okay, das steht, wenn man ihn benutzt. Steht also dabei. Okay, der hat wohl keine Fähigkeiten. Okay, sonst schon. Ich glaube, die Stäbe, die kann man benutzen. Ja. Wo zur Hölle bist du? Mega Moi. Moi. Okay. Fähigkeiten. Stab Justin. Stinkwitten auf Dronia. Okay. Dann angreifen. Naja. Nicht Gepäck, sondern Stab. Doronia. Kostet leider MP. Leider Gottes. Aua! Lass das! Fällig für Zauber von Justin? Aha. Interessant. Da ist ein grüner Drache. Ich wollte gerade abdrehen, aber es hat nicht ganz geklappt. Energieschub. Justin. Na komm. Ich wollte gerade sagen, der Energieschub sollte doch jetzt mal langsam kommen. Nett. So, hier ist einfach nix. Von mir aus. Hier lang. Ist hier irgendwas zu holen? Außer einem Kampf. Nö. Lass mich doch in Ruhe. Nein, der macht keinen Schaden. Jawohl. Er blockt mit dem Schild. Stinkwitten auf Nexa, das lasse ich dir nicht durchgehen.
Drachenschuppen nehme ich gerne. Hier ist einfach nichts. Ist hier irgendwas? Auch nichts. Jo. Der versperrt uns natürlich den Weg. Der Mega Moai. Moai. Und jetzt, Justin. Nein! Die Kombo. So, Mittelheilung, Nexor. So, hoch. Sind wir jetzt da? Immer noch nicht ganz. Nee. Versperren uns hier alle den Weg. Haut doch alle ab. Giftige Gase. Zum Glück hat es keinen getroffen. Das wäre unschön. Das wäre wirklich unschön. Wir gehen erstmal runter. Vielleicht gibt es hier sogar was zu holen. Ein paar Sicherheitsschuhe. Aha. Was haben wir denn? Sicherheitsschuhe. Ausfallchance erhöht sich. Und das war's aber auch schon. Keine Abwehr steigert, sonst hätte ich sie sofort angezogen. Und wir sind immer noch nicht oben. Wir sind E6 und da versperrt uns wieder ein Monster den Weg. Er hat Schaden gemacht. Ronja. Und jetzt noch Justin. Was nicht geklappt hat. Da war er nicht schnell genug. Jetzt sind wir am Gipfel erlangt. Meine Güte. Und, oh, Alter, was für ein Weg. Eine Handvoll Eisennägel. Wer wagt es, mich zu stören? Wie ich sehe, seid ihr nicht von hier. Ich bin Krautnatz, der Held der Himmel. Warum sucht ihr mich auf, Reisender? Dieser Gestank, der euch umgibt, den vergisst man nicht so schnell. Es ist der Übelgeruch, der die Bewohner Großbritanniens umweht. Ihr wurdet aus Großbritannien entsandt, um mich zu vernichten? Habt ihr Narren denn nichts gelernt? Nun gut, ihr habt es nicht anders gewollt.
dann sollt ihr nun Zeuge der unglaublichen Drachenmacht werden. Okay, Grautnacht ist ein Drache. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und jetzt müssen wir gegen ihn kämpfen, weil er denkt, wir sind von Großbritannien. Was machen wir denn jetzt erstmal? Gucken wir mal. Wir haben Multi-Abschirmung. Wir haben Multi-Beschleunigung. Wir haben keine Sachen. Wir werden jetzt erstmal konzentrieren und Justin konzentriert sich auch. Mal gucken, was er so drauf, wie viel Schaden er verursacht. Ich hoffe mal nicht viel. So, Odem-Resistenz. Clown. Au. 62 ist nicht gerade wenig. Mittelheilung, Cookie. Du wärst erstmal eben ab, weil 62 hältst du nicht mehr aus. Justin Konzentration und Nexo Konzentration. Wenn Justin drauf geht, ne, dann haben wir keinen, der eben das Yggdrasil-Blatt anwenden kann. Ich gehe jetzt auf ein Risiko. Wir werden jetzt Justin den Aufputscher geben. Fähigkeit, den Stab auf Nexo wählen. Justin Konzentration und Nexo auch Konzentration. Komm, Justin, du erreichst die 100. 100. 100. Sehr schön. Als nächstes. Aufputscher auf. Auf niemanden, sondern ich konzentriere mich selber. Nehme den Stab auf Doronia. Fähigkeiten Axt der Angst. Und du konzentrierst dich noch eine Runde. Ich habe das Gefühl, dass er noch was raushaut. Also, das war nicht alles. ...826 Schaden. Alles klar. Konzentration. Nexo heilen. Konzentration. Wir greifen aber trotzdem jetzt an. Mit Mäuschenmörder, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also Giftdolch. Immerhin 268. 5. Momentan macht er jetzt gerade nichts Großartiges. Aber ich freue mich jetzt nicht zu früh. Man weiß ja nie, was kommt. Cookie muss erstmal hier uns. Da haben wir schon mal eine Attacke. Blitzgewitter. Okay,
wir greifen jetzt eben mal an mit Sternhagel Hagelwurf. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich versuche es einfach mal. Konzentration. Konzentration. Nexor konzentriert sich. Oder im Resistent. Ah, okay. Energieschub kommt vorher. Sehr schön. Immerhin 216. Blendendes Licht, das könnte wehtun. Und das hat es auch. So, jetzt müssen wir gucken. Zauber, Mittelheilung. Cookie. Fähigkeit. Und Nexor. Und leider Gottes. Justin, du konzentrierst dich trotzdem weiterhin. Und Heilung auf Justin, die Runde muss ich heilen. Flinkheit normalisiert sich. Konzentration von Nexor ist leider in die Heilung mit eingeflossen. Au! Justin erreicht wieder den Modus. Wir werden jetzt erstmal Mittelheilung auf Doronia. Du benutzt den Energieschub für Justin nochmal. Und ich hoffe mal, das reicht jetzt aus. So, Axt der Angst. Und Nexo, du konzentrierst dich jetzt. Mittelheilung, Cookie, bitte. Nexor konzentriert sich, aber Cookie muss Energieschub raushauen und da kommt er auch. Sehr schön und so. Jetzt müsste Achseangst unheimlich viel Schaden machen. Kriegt er mehr als die 800? Ja, 1447. Ne, 74. Aber das war's mit Grundnachs. Sehr schön. Er lässt eine Schutzruhe, eine Drachenschuppe. Naja. Imperiale Hunde, wären meine Flügel nicht verletzt, wäre der Kampf ganz anders ausgegangen. Worauf wartet ihr noch? Wollt ihr mein Leid nicht beenden? Lieber sterbe ich, als mit der Schmach einer Niederlage zu leben. Moment mal, halt! Nein, verdammt! Die kleine Hexe, verdammt, Hilfe! Moment mal, halt, was ist denn hier los? Ich hatte schon im Gefühl, ich weiß nicht, wie sie sprechen. Oh Mann, die Dame von unten, ach komm. Egal, lass mal das jetzt. Ich hatte das eben gefühlt, dass hier was im Busch ist. Und was sehe ich da? Ihr schlagt euch wie die Kesselflicker. Ich habe da gerade was anderes gelesen. Ich dachte, ihr wollt Kronos um Hilfe mit diesen dunklen Drachen bitten. Dunkler Drache? Also trägt Barbaros wieder einmal sein Unwesen? Drei lange Jahrhunderte sind vergangen, seit ich diesen Teufel besiegt habe. Verstehe. Ihr wollt also, dass ich mich in die Lüfte schwinge und Barbaros noch einmal besiege?
Ich weiß nicht. Vielleicht reicht ja auch erstmal ein paar Ratschläge oder... Du hältst mich also für eine tattrige Echse, die zu alt zum Kämpfen ist, ja? Aber was soll's. Ich wollte euch eh nicht helfen. Glaubt ihr wirklich, ich würde euch Imperiums Ratten, dieses armen Mädchen, von Barbaros Rückkehr glauben? Schon gut, Grautnarz. Wir haben es ja verstanden. Du willst nicht helfen. Tja, ihr habt den alten Brummbären gehört. Wenn er sich wie ein Riesenbaby aufführt, ist leider nichts zu machen. Tut mir wirklich leid, am besten geht ihr jetzt wieder. Genau, haut ab und kommt mir nicht mehr unter die Augen.